Seitwärtsbewegungen. Die Kurse bewegen sich über eine Bandbreite hinweg eigentlich nur so und sind scheinbar festgefahren. Das ist eine Phase, die für viele Anleger total langweilig ist und auch Anleger vor Herausforderungen stellt. Aber, und das sage ich dir, auch enorme Chancen mit sich bringen kann. Und das wollen wir dir heute zeigen. Wir wollen euch nämlich mal ein paar Einblicke geben in Smart Investitionen, die auch wir benutzen während Seitwärtsbewegungen, wie du zum Teil dann auch passives Einkommen generieren kannst, was ja eigentlich die meisten von euch sich immer erträumen. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Wie bereits angekündigt, heute möchte ich ein bisschen über das Thema Seitwärtsbewegungen sprechen, beziehungsweise eigentlich, wie du in Seitwärtsbewegungen clever investieren sollst. Es ist so, wir werden häufig gefragt, wie wir unser Geld eigentlich verdienen, wie wir unser Geld anlegen. Aber wie gesagt, wie wir unser Geld verdienen und unseren Lebensunterhalt, den wir hier haben, in Dubai schön aufbauen. Und deswegen möchten wir in diesem Video auch ein bisschen auf eine Strategie eingehen, die wir selbst benutzen oder die wir selbst anwenden mit unserem Family und Trading Office hier in Dubai, womit wir monatlich Einkommen generieren, was uns das alles hier möglich macht, sag ich mal. Das ist Teil unserer Arbeit, die wir abseits von Easy Finance machen, was viele nicht mitbekommen, neben anderen Tätigkeiten, die wir auch machen, wie Projektmanagement und ähnliches. Aber wir wollen euch da ein bisschen was näher zu erklären, weil ich ganz genau weiß, dass gerade dieses Thema passive Einkommen, gerade dieses Thema, wie ich als Add-on auch in Seitwärtsbewegungen Geld verdienen kann, das interessiert euch. Deswegen dieses Video. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest und vielleicht in einem Austausch gehen möchtest, schreib uns gerne eine Mail, kontaktiere uns bei Instagram, dann können wir dir da im Detail auch ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht zu Beginn aber trotzdem, dass wir alle einmal abholen, eine kurze Einschätzung zu einer Seitwärtsbewegung oder zu so einer Phase. Also, Seitwärtsbewegung, Seitwärtsdrift bezeichnet, ist eine Phase, in der Kurse von beispielsweise Aktien sich weder klar nach oben noch nach unten bewegen. Also die Volatilität ist eigentlich sehr gering. Sie schwanken lediglich ein wenig, würde ich sagen. Seitwärtsbewegung entsteht, wenn Angebot und Nachfrage über einen gewissen Zeitraum einfach sich in der Balance halten, die Waage halten. Solche Phasen hassen viele, solche Phasen finden viele langweilig. Alle wollen Volatilität, alle wollen Rendite, das schnelle Geld. Es ist aber so, dass A, es solche Phasen immer wieder geben kann und B, man auch in solchen Phasen gute Gewinne erwirtschaften kann und genau darum soll es gehen. Wie man vielleicht solche Seitwärtsbewegungen zuallererst identifizieren kann, da gibt es auch unterschiedliche Indikatoren für. Beispielsweise, was wir uns auch anschauen, ist das Handelsvolumen, ist ein guter Indikator. Wenn wir uns einen typischen Chart ansehen, bemerken wir oft, solange jetzt der Kurs in einer stabilen Spanne bleibt, ist einfach das Volumen, das Handelsvolumen letztendlich flach. Sobald es nach oben bricht, bricht auch das Handelsvolumen nach oben. Solche Seitwärtsbewegungen kommen in der Regel, ich meine, es hängt jetzt auf das Marktumfeld an, die können sich auch über einen längeren Zeitraum erstrecken, insbesondere vorbedeutenden Marktereignissen kann das vorkommen. Es gab beispielsweise nach dem Platzen der Dotcom-Blase und auch der globalen Finanzkrise gab es eine Seitwärtsbewegung von 7 Jahren. Also man sieht, solche Zyklen können lange anhalten, wo sich dann die Kurse nicht in eine klare Richtung bewegen. Und deswegen vielleicht noch neben dem Indikator Handelsvolumen. Was gibt es noch, was man sich als Indikatoren angucken kann? Das ist der RSI, also der Relative Strength Index. Wenn der jetzt zwischen 40 und 60 schwankt, könnte das auch auf eine Seitwärtsbewegung hindeuten. Also das sind so 2 Indikatoren. Dann auch noch ein dritter Indikator, wo man sagen kann, daran kann man es festmachen, ist die Stochastik. Dieser Indikator muss zwischen 50 und 70 liegen, dann signalisiert das ebenfalls eine Seitwärtsbewegung. Oder auch der ADX, also Average Directional Index, der auch die Stärke eines Trends misst. Niedriger ADX-Wert zeigt einen schwachen Trend, zeigt also eine Seitwärtsbewegung, die es geben kann. Was man sich noch anschauen kann zusätzlich sind die Bollinger Bänder. Verlaufen diese Bänder horizontal und zeigen jetzt wenig Dynamik, ist das auch wieder geringe Volatilität und damit verbunden dann auch ein Seitwärtsmarkt, der darauf hindeuten kann. So viel einmal zum groben Verständnis, das ich euch alle abgeholt habe und vielleicht zum
langweiligen Part, weil euch interessiert ist, wie ihr Geld verdient und welche Strategien. Deswegen starte ich direkt rein mit einer Strategie, die man anwenden kann. Das ist die Covered Call Strategie. Die wird auch Buy Right genannt. Diese Strategie kombiniert einmal das Halten von Aktien, also investieren in Aktien, und den Verkauf von Call-Optionen. Prinzip ist also so, du kaufst eine Aktie wie gewohnt, verkaufst aber gleichzeitig das Aufwärtspotenzial über diese Call-Option an einen anderen Marktteilnehmer, der optimistischer über die Aktie denkt. Dafür erhältst du dann eine Prämie. Vielleicht für dich jetzt schwierig nachzuvollziehen, warum du jetzt das Aufwärtspotenzial für eine Aktie verkaufst. Wenn sich jetzt der Markt seitwärts oder kaum bewegt, dann gibt es natürlich auch keinen starken Kursanstieg, also kein starkes Kurspotenzial. Somit kann jetzt also dieses potenzielle Wachstum der Aktie, auf das man ja ohnehin spekuliert, durch die Optionsprämie sich sofort in eine Einnahme umwandeln. Die Prämie stellt dann den Kern der Strategie dar und ermöglicht erstmal regelmäßiges Einkommen, während du jetzt das Risiko durch deinen Besitz, durch dein Investieren, was du ja sowieso trotzdem gemacht hast, auch noch begrenzt. So, also die Strategie funktioniert so. Wenn jetzt der Markt ruhig ist, bleibt der Aktienwert konstant, du erzielst aber trotzdem Einkommen, weil du ja diese Optionsprämie hast. In volatilen Märkten steigt der Preis der Option, was dann natürlich die Prämie und damit dein Einkommen erhöht. Steigt jetzt der Aktienkurs jedoch stark, profitieren Anleger nur eingeschränkt, da sie ja das Aufwärtspotenzial verkauft haben. In einem rein steigenden Markt wäre es also somit rentabler, wenn du jetzt nur die Aktie hast, ohne diesen Optionsverkauf. Aber du hast ja die Aktie immer noch. Also vielleicht kurz zu den Vor- und Nachteilen. Vorteil natürlich ist, dass du eine Einnahmequelle hast in Seitwärtsphasen, wo du sonst dadurch, dass halt kein Aufwärts- oder Abwärtspotenzial es gibt, nichts bekommst. Das sind monatlich, wöchentlich andere Intervalle und die fließen dir regelmäßig zu. Ein weiterer Pluspunkt ist die Risikobegrenzung, die du hast. Selbst wenn jetzt der Aktienkurs sinkt oder stagniert, bleibt die Optionsprämie erhalten und du hast halt nur die milden Verluste durch diese Aktieninvestition. Nachteil gibt es natürlich auch, das Gewinnpotenzial ist natürlich limitiert, weil du natürlich durch deine Option das Potenzial verkauft hast. Ist die Aktie jetzt ein Erfolg und geht durch die Decke, dann hast du natürlich die Chance auf einen höheren Gewinn durch diesen Optionsverkauf begrenzt. Schauen wir uns ein mögliches Szenario jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Also sinkt der Aktienkurs, so wird der Käufer der Option nicht ausgeübt, da der Kurs unter dem Strike-Price bleibt. Man macht zwar Verluste auf die Aktie, aber du hast ja immer noch die Optionsprämie, die die Verluste abfedert. Bleibt der Aktienkurs stabil, erzielst du jetzt durch das Investment in deine Aktie weder Verluste noch Gewinne. Du hast aber auf der anderen Seite die Prämie immer noch, die dir passives Einkommen generiert in ruhigen Märkten. Steigt der Aktienkurs leicht, wird die Option in der Regel nicht ausgeübt. Das bedeutet, du bekommst deine Prämie und du hast natürlich durch dein Investment in die Aktie auch noch den Kursgewinn. In dem Fall, dass der Kurs stark steigt, wird der Käufer die Option nutzen, um die Aktie natürlich dann zu dem festgelegten Strike-Price zu kaufen. Zwar erzielst du einen Gewinn, weil du ja in die Aktie investiert bist, aber die Prämie ist begrenzt, weil es halt verkauft wird. Und hier sind zwei Faktoren entscheidend. Einmal die Laufzeit ist entscheidend der Option und auch der Strike-Price. Ein höherer Strike-Price bedeutet, dass die Option selten ausgeübt wird, was das Risiko reduziert. Und eine längere Laufzeit erhöht den Optionspreis, da einfach die Zeitkomponente hinzukommt und das dir eine höhere Prämie einbringt. Auf der anderen Seite bringen natürlich kürzere Laufzeiten regelmäßige Einnahmen, was die Strategie für Einkommen, für Flexibilität ideal macht. Wenn wir jetzt rein von der Praxis ausgehen, ist es recht unkompliziert, diese Strategie zu handeln, solange du die zugrunde liegende Aktie besitzt. Und einige Broker ermöglichen es dir auch, Aktienkauf, Optionsverkauf gleichzeitig auszuüben, was natürlich den Prozess erheblich erleichtert. Nach dem Verkauf der Option bleibt die Prämie dann sofort auf deinem Konto, liegt der Kurs unter dem Strike-Price, behält man sowohl die Aktie als auch die Prämie. Überschreitet der Kurs den Strike-Price, wird die Aktie verkauft, der Gewinn wird gutgeschrieben. Diese Art von Strategie, Covered-Call-Strategie, ist natürlich eine gute Möglichkeit, konstant Einnahmen zu erzielen. Besonders, wenn man jetzt an eine Aktie zwar glaubt, aber nicht an ein extrem starkes Wachstum. Die Strategie ist, deswegen kommt sie in diesem Video vor, ideal für Seitwärtsbewegungen, wo du trotzdem Einkommen generieren möchtest,
Aber auch hier bitte immer, Risiko bleibt bestehen, wie bei jeder Investition. Was wir auch machen jetzt neben dem Investment in Seitwärtsbewegungen ist, dass man sich recht marktneutral oder recht marktneutral agiert, einfach auch in unsicheren Zeiten. Deswegen möchte ich hier auch vielleicht ein bisschen mal drauf eingehen. Stell dir einmal vor, du könntest jetzt immer Rendite machen. Egal, ob du jetzt im Bullenmarkt bist, ob du im Bärenmarkt bist. Ein Teil deines Portfolios hätte immer ein stetiges Wachstum. Und da kann man beispielsweise, um das zu erzielen, Arbitragehandel anwenden. Hierbei nutzt du jetzt Kurs- und Preisunterschiede an verschiedenen Märkten bzw. an verschiedenen Börsen aus. Es kann nämlich durchaus sein, dass das gleiche Asset auf verschiedenen Plattformen oder vielleicht auch auf der gleichen Plattform in einer anderen Handelsweise einfach preislich minimal voneinander abweichen. Oft sind das dann zwar nur marginale Beträge, aber wenn man einige gezielte Schritte befolgt, kann das funktionieren. Man ist also derjenige, der diese minimalen Abweichungen konstant ausnutzt, um dann einfach einen kleinen, aber feinen Profit zu machen. Beim Arbitragieren braucht man gutes Timing, um sich halt oder um diese Chance, die sich bietet, um die wirklich nutzen zu können. Auch sollte es klar sein, dass das dann immer zig kleine Trades sind, damit diese Methode dann auch letztendlich, ne, Kleinvieh macht auch Mist, aber dann auch wirklich eine lohnende Rendite bemerkbar ist. Deswegen machen das auch viele Leute, dass sie einfach Bots haben, die das täglich vollautomatisiert durchführen, damit man dann letztendlich auch wirklich ein sehenswertes und lohnenswertes Ergebnis hat. Eine weitere Methode, jetzt in, was das Thema marktneutrales Investieren angeht, ist das Schreiben von Optionen. Die meisten, die jetzt mit dieser Strategie arbeiten, schreiben eine Option auf den SPX. Also das ist das, der zehnfach gehebelte S&P 500, die oftmals dann auch am gleichen Tag auslaufen. Was macht man jetzt genau? Hier wird gewettet auf eine gewisse Volatilität am Markt, sodass die Optionen dann für diejenigen, den sie kaufen, wertlos verfallen und du dir jetzt als Schreiber der Option die Optionsgebühr als Profit, als Einnahme einsammelst. Auch hier muss man dranbleiben. Wahrscheinlich die Strategie auch vollautomatisieren. Da kann sich inkonstantes Verhalten nämlich dann auch am Ende des Tages ja errechnen. Deswegen muss man da natürlich dann auch immer gucken. Du wettest auf einen Handelstag mit einer gewissen Volatilität, die nicht überschritten werden darf. Bleibt die Volatilität im Rahmen? Bleibt die Volatilität, geht die aus dem Rahmen? Steigt oder fällt der Kurs stark? Verlierst du? Historisch gerechnet hast du hier eine 65-70%ige Chance, dass du gewinnst. Deswegen ist die Strategie auch zielführend. Musst du aber dann natürlich auch immer an dein jeweilige Risikoprofil anpassen. Wenn du stetig und langfristig ranbleibst, die vorgegebenen Muster erkennst, mit Boards arbeitest, kontinuierlich das machst, kann das sich auszahlen. Langfristig gesehen kann sich das dann auf deine Seite spielen. Aber wie gesagt, es gibt immer gewisse Risiken. Wenn ich dir jetzt sage, Chance von 65-70%, das musst du einfach im Kopf behalten. Die letzte Variante, die ich dir vorstellen möchte bei marktneutralen Investieren, ist kurz- bis mittelfristiges Trading in diversen Märkten in sämtliche Richtungen. Hier Variation vielfältig, Märkte vielschichtig, Forex-Paare, Indizes, Edelmetalle, Rohstoffe, Kryptos, all das kann man handeln. Unterschieden wird hier zwischen dem Spot-Trading, wo man jetzt mit einfachen Hebeln die Kurse tradet, oder gehandeltes Trading, wo man mit Hebeln durch kleine Bewegungen bereits gute Rendite erfahren kann. Haltedauer der Position ist hier natürlich auch ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Wenn man jetzt sagt, Scalping nur einige Sekunden oder Swing-Trading über mehrere Tage, alles ist möglich. Du kannst sowohl Long auf steigende Kurse setzen, Short auf fallende Kurse. Man kann wenige Positionen stetig aufbauen, täglich 100 Mini-Positionen handeln. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das erfordert viel Wissen, es erfordert ein gutes Risikomanagement und es erfordert stetige Arbeit. Im Idealfall hast du da natürlich auch wieder Bots und Algorithmen, die das Ganze natürlich unterstützen. Tagesaktuelle News, Chartanalyse sind hier wirklich neben fundamentalen Wissen, neben den Fundamentaldaten wichtig. Es ist so, dass viele Investoren sich bei diesen Methoden die Finger verbrennen, weil sie die Sachen nicht verstehen, weil sie gierig sind, weil sie sich wenig Zeit nehmen. Das ist ein stetiger Prozess, das ist ein kontinuierliches Wachstum. Man kann sich
Helfer holen. Man kann, so wie wir das auch machen, wir machen das zusammen mit Dritten, mit unserem Trading Office, wo wir sagen, okay, wir machen das alle gemeinsam. Wir traden nicht, ich trade nicht jeden Tag 24/7, möchte ich gar nicht, kann ich gar nicht, was uns natürlich ein gewisses passives Einkommen und eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang des Videos schon angedeutet. Wenn dich das interessiert, schreib uns gerne eine Mail oder kontaktiere uns bei Instagram. Ich habe im Schnelldurchlauf euch jetzt mal so ein bisschen erklärt, was es an Möglichkeiten gibt, was es an Strategien gibt, die wir auch verwenden, wo wir durch uns passives Einkommen generieren, wo wir auch in langweiligeren Phasen einfach Gewinn machen. Wie gesagt, es erfordert Wissen, Zeit, ein kontinuierliches am Ball bleiben mit den ein oder anderen Helfern, sei es Dritte, sei es Bots, sei es Algorithmen, ein gutes Risikomanagement und dann kann das gelingen. Falls du Fragen zu dem Thema hast, kontaktiere uns, wie gesagt. Falls du mehr dazu wissen möchtest, kannst du es auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, eure Isi.